Fangen wir gleich mal an. Craig Egg hatte ja zu einem meiner Tweets ein paar kritische Fragen oder Anmerkungen. Ich habe nämlich auf Twitter geschrieben, wenn das BSW an die Macht kommen sollte, muss es sich sofort an die Zerschlagung des Verfassungsschutzes und des ÖRS machen. Diese Institutionen sind unsere Gegner und sollten auch so behandelt werden. Und da hast du mich darauf kritisiert. Also was stört dich konkret an diesem Tweet? Also sei es Rhetorik oder sei es Inhaltliches? Genau, da können wir gleich drauf eingehen. Also mir geht es grundsätzlich darum, dass ich eine Entwicklung bei dir sehe, die ich nicht ganz verstehe. Also die ich irgendwie für mich selber nicht einordnen kann und wollte dich deswegen einfach auch mal im Gespräch haben, dass du das vielleicht für dich auch mal aufzeigen kannst, was du jetzt da bezweckst oder wie so dein Eindruck von dir selber quasi ist. Weil dieser Tweet war sozusagen dann so die Spitze des Eisberges im Prinzip oder die Kirsche auf der Torte. Ich glaube, das erste Mal ist es mir eher aufgefallen bei einer Reaction auf diese Landsendung, wo dieser Bröcker dabei war, falls du dich erinnerst. Und da hast du schon, ich sag mal, rein rhetorisch mich eher an Leute erinnert, von denen du dich eigentlich abzugrenzen versuchst. Weißt du, ich meine? Und der Tweet kam dann noch oben rauf. So. Und ich habe halt das Gefühl, dass du dich da ganz schön aufgrund deiner Agenda gegen die, ich glaube, du nennst das woke Diktatur. Nein, habe ich nie gesagt. Irgendwas verranzt das. Okay, Dann nehme ich das sofort zurück. Aber du bezeichnest es irgendwie so ähnlich. Also ich weiß nicht, ob du woke Diktatur sagst oder nur Wokies oder was auch immer. Genau. Und der Tweet war halt sozusagen Spitze des Eisbergs dann oder das, wo ich jetzt drauf angesprungen bin auf Twitter. Aber es war halt nicht das Einzige. Ja, bloß ich habe halt vorher da auch nicht reagiert oder es halt einfach nicht gesehen. So. Ne? Deswegen frage ich dich mal ganz konkret, was stört dich an diesem Tweet? Die Sprache in erster Linie. Die Sprache stört mich, die Forderung an sich, ja, also ob du jetzt den Verfassungsschutz zerschlagen willst und so weiter, das ist natürlich auch aus meiner Sicht nicht richtig und diskutabel, aber das ist halt ja Ansichtssache. Mir geht es eher um die Sprache, weil mir ist das nicht aufgefallen bei dir noch vor ein paar Monaten, dass du so eine militante, martialische Sprache benutzt. Ich habe keine militante Sprache. Wir können das Video auch gerne nochmal gucken oder hast du was dagegen, dass wir das nochmal zeigen oder so? Von der Reaction auf diese Landsendung? Das ist ein anderes Thema. Was stört dich an dem Tweet? Das war meine Frage. Wir brauchen ja nicht Sachen durcheinander bringen. Was stört dich an diesem Tweet? Ganz konkret? Machen wir ja nicht. Das habe ich ja gerade gesagt, so, dass es eine Entwicklung ist. Und dass der Tweet nur dazugehört. Das ist jetzt nicht das Einzige, worüber wir hier reden, dass du in einem Tweet was Komisches gesagt hast. Ne? Ja, was ist daran komisch? Was ist daran komisch? Das wollte ich wissen. Ja, dass es eine Entwicklung ist, die den Höhepunkt meines Erachtens fand in dieser Sendung. Und auf den Tweet habe ich dann reagiert, weil ich auf die Sendung, die hattest du ja nicht irgendwie öffentlich gestellt, glaube ich, oder so. Zumindest gucke ich mir das nicht an, dein YouTube-Auftritt, weiß ich jetzt nicht. Ja? Aber wir können das auch umgekehrt machen, mir ist es egal. Ich rufe mir den gerade mal auf, warte. Wie gesagt, ich wollte diese Diskussion eigentlich gut faith führen, aber warum kommst du mit irgendwelchen Vorwürfen, ich sei rechter als die AfD oder so ein Schwachsinn? Also das hast du ja auf Twitter geschrieben. Und jetzt kannst du nicht mal genau sagen, was dein Problem an diesem Tweet ist. Doch, kann ich. Aber das Problem für mich jetzt gerade ist, dass der Tweet an sich ja nicht mein Problem ist. Ja, anscheinend ja dass schon. Dass es nur symptomatisch dafür steht. Also wir können uns jetzt an dem einen Tweet abarbeiten, aber es geht ja, wie gesagt, um eine Entwicklung, die ich bei dir sehe, so, ja, die ich nicht ganz verstehe. Daraufhin hast du mich bei Twitter ziemlich scharf attackiert. Ja, was verstehst du nicht, dass ich die Abschaffung des Verfassungsschutzes fordere? Das hat die Linkspartei schon seit Jahren in ihrem Programm, also gehabt, muss man sagen. Also das ist eine völlig normale Forderung, die das BSW meiner Meinung nach auch übernehmen sollte. Was ist daran falsch? Darauf habe ich mich gar nicht bezogen. Ich habe mich eher auf die Abschaffung des ÖRR bezogen oder wie du es nennst, die Zerschlagung, ne? Was halt auch ein Begriff ist, den ich schon ein bisschen hart finde. So. Ich kriege jetzt hier gerade leider den Tweet nicht rein. Warte mal, ich muss mir den anders aufmachen. Das habe ich schon zigmal erklärt, aber was den ÖRR angeht, das habe ich schon zigmal erklärt und das kann ich auch nochmal erklären. In einer idealen Welt, wo das BSW alle Machtmittel in der Hand hätte, wo wir uns frei aussuchen könnten, wie der ÖRR aussehen sollte, da sollte es eine komplette Reform des ÖRR geben und er sollte wieder zurück zu einer neutralen Berichterstattung geführt werden und es sollte keine Rundfunkräte geben, die von den Parteien kontrolliert sind. Wie ich das mir genau vorstelle, durch ausgeloste Bürgerräte, das habe ich schon häufig genug erklärt.
Nun ist aber die Situation, was passiert, wenn das BSW nur in einem Bundesland an die Macht kommt? Dann kann es nicht eine Totalreform des ÖRR fordern. Das ist utopisch. Es kann aber sehr wohl die Rundfunkstaatsverträge aufkündigen. Und das ist es, was ich fordere. Und das ist es auch, was ich mit dem Tweet meine. Und was du auch von Sarah Wagenknecht oder wer auch immer dann da hingeht, forderst? Ja, das wäre strategisch meiner Meinung nach sinnvoll. Das ist meine strategische Sicht auf die Dinge. Okay. Na, wie gesagt, das ist halt nicht mein Punkt, sondern der Punkt ist, wenn du sagst, wenn du von Zerschlagung redest, ja, in diesem Tweet und in deinen Streams auch davon redest oder in diesem Video besonders, dass halt dieser ÖRR soll kein Geld mehr bekommen, der soll abgeschafft werden, ersatzlos gestrichen, hast du gesagt. Ja, selbstverständlich. Also wie gesagt, wenn du in einem Bundesland an der Macht bist, um es nochmal zu sagen, da kannst du nicht dir anmaßen, den gesamten ÖRR neu aufzulegen. Das geht nicht. Oder wenn du in einzelnen Bundesländern an der Macht bist. Oder selbst wenn die Bundesregierung stellst und die Bundesländer nicht mitspielen. Also, es gibt so viele mehr politisch wahrscheinliche Möglichkeiten, wo das BSW zwar auf eine Abschaffung hinwirken kann, aber wo es nicht eine Reform wird erreichen können. Und deswegen ist Abschaffung, Zerschlagung das wesentlich näherliegende strategische Ziel. Es gibt einen Unterschied zwischen der Utopie, was man sich in seinem Kopf wünscht, und dem, was man für strategisch sinnvoll erachtet, unmittelbar im politischen Diskurs, im politischen Wirken dann. Okay. Warum willst du das? Ja, weil der ÖRR Regierungspropaganda macht, beschlossen. Also das hat man bei der Landsendung ja ganz klar gesehen. Aber das ist halt eine Sendung, ne? Das sieht man bei jeder Landsendung. Also guck dir an, was Funk veranstaltet. Ein Sendeformat. Also Wohlstand für alle hat ja eine Folge gemacht, wie Funk neoliberale Propaganda verbreitet. Das ist ja jetzt schon auch über ein Jahr her. Guck dir meinen eigenen Kanal ein, wo ich schon zig Formate sowohl von Funk als auch von anderen ÖRR-Sendungen auseinandernehme, wo die ganz klar durchgehend neoliberal sind und auch bei Außenpolitik, die sind durchgehend transatlantisch. Also da gibt es ja gar keinen Diskurs, sondern da wird gegen Oppositionelle gehetzt und gegen das BSW und gegen die AfD, während der Altparteienblock dauernd in Schutz genommen wird. Und das ist etwas, was, der ÖRR verhält sich wie ein politischer Gegner, also sollte er auch so behandelt werden. Okay. Also sollten alle deine politischen Gegner so behandelt werden. Das hast du ja auch geschrieben. Also nee, alle meine politischen Gegner bekommen nicht Zwangsgebühren. Also das ist ja ein Unterschied. Also die Desiderius Erasmus Stiftung von der AfD, die bekommt ja jetzt, die kann ja jetzt keine Gebühren bei Leuten eintreiben beispielsweise. Oder die Montpellier Society. Also das ist ja, wie gesagt, was anderes. Ja, aber du hast es ja geschrieben. Also diese Institutionen sind unsere Gegner und sollten auch so behandelt werden. Ja, wir sollten nicht so tun, als wären sie neutral. Und den Fehler, den machen leider einige, dass sie denken, ach, das sind neutrale Institutionen. Der Verfassungsschutz dient dazu, die Verfassung zu schützen. Völliger Unsinn. Das ist ein Repressionsinstrument der Regierung, was gegen die Opposition eingewandt wird. Das war schon immer, aber das ist in letzter Zeit viel, viel mehr politisiert worden, als es noch früher war. Also wie gesagt, war auch schon früher so. Aber es hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, auch durch das nur... Also das hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen, dass hier keine anderen Schlüsse zulässt, als den Verfassungsschutz schnellstmöglich zu streichen, wenn man irgendwo die Möglichkeit dazu hat. Aber findest du das nicht ein bisschen pauschalisiert, wenn du jetzt anhand von Lanz oder Funk oder irgendwelchen anderen Sendungen, die du mal thematisiert hast, sagst, dass der komplette ÖRR abgeschafft gehört? Oder zerschlagen? Was stört dich an dem Wort zerschlagen? Ich kann auch abschaffen sagen. Ja, dann nehmen wir abschaffen. Dann sage ich halt abschaffen. Also geht es jetzt hier darum, Sprachpolizei also zu spielen? Sagen, was ist dein Problem? Nein, anscheinend nicht. Du hast ja ein Problem mit dem Wort zerschlagen, wie es aussieht. Ja, kann ich ja auch haben. Das besteht ja Meinungsfreiheit. Mir geht es ja nicht darum, dass du das nicht sagen sollst oder ich will jetzt hier nicht deine Sprache irgendwie ändern. Nochmal, um auf den Kern zu kommen, ich sehe halt eine Entwicklung so. Ich habe nicht den Eindruck, dass du vor Monaten diese Sprache an den Tag gelegt hast. Doch, ja, und mich würde halt interessieren, ob du dich jetzt dahin entwickelst, ob du pauschal ÖRR weg, Verfassung weg und so weiter. Verfassung weg habe ich nie gesagt. Was ist das für ein völliger Unsinn? Nein, Verfassungsschutz weg. Ich war bei Real Talk Istas zu Gast, da wurde ich auch von den Walkies unglaublich für kritisiert und da habe ich das genau schon so vertreten. Ich hatte ein Gespräch mit Marlon gehabt, das ist auch schon wieder etwas her, da habe ich das genau so vertreten. Und Marlon war doch größtenteils meiner Meinung. Also das ist jetzt keine völlig irre Position, die ich hätte. Und du hast ja bisher auch keine Gegenargumente gebracht. Ich habe ja auch von Anfang an gesagt, dass es mir nicht darum geht. Ja, was ist denn dein Problem? Ne? Das Wort zerschlagen oder was?
Genau, in dem Tweet ist es zerschlagen und dass halt diese Institutionen sind unsere Gegner und sollten auch so behandelt werden. Ja, wir sollten nicht so tun, als wären sie neutral. Ich warne vor Naivität. Ich kann auch schreiben, so, wir sollten nicht so tun, als wären sie neutral. Aber soll jetzt jeder Tweet so glattgeleckt formuliert werden wie die Rede eines Politikers? Also das ist doch eine ziemlich absurde Forderung, die du hier stellst. Ich fordere gar nichts. Ich versuche nur zu verstehen. Ja, anscheinend ja schon. Also du hast auf diesen Tweet, also du hast da ziemlich aggressiv drauf geantwortet und ich verstehe nicht, was das soll. Na, du hast den Tweet ziemlich aggressiv verfasst. Also nee, das kann man ja umdrehen, wie man will. Ne? Nur. Frage ich mal so. Wer ist wir und wen zählst du alles zu den Gegnern? Wir, das BSW und sein Vorfeld. Und ich sehe im Parlament, also im Parteipolitischen, zwei große gegnerische Blöcke: die AfD und den Altparteienblock. Also Grüne, SPD, FDP, CDU, SPD, die ja alle grundsätzlich die gleiche Richtung wollen. Okay. Und BSW würdest du jetzt auch als Opposition halt sehen, als echte Opposition? Ja, wir sind BSW und das Vorfeld. Mhm. Also dachte eigentlich, dass wir ja, weil du das gerade nicht mit aufgezählt hast. Ist die AfD für dich eine echte Opposition, weil du die nicht mit in das Altparteienkartell von mir aus mit eingliederst, oder? Ja, was heißt eine echte Opposition? Also inwieweit, sie kann diesen Altparteienblock, glaube ich, eintreten. Aber die Frage ist, ob das passiert. Aktuell ist dem ja noch nicht so. Ich konstatiere damit nur das aktuelle politische Verhalten unserer Gegner. Und da ist ja schon so zu sehen, dass die Altparteien aktuell die AfD von den Futtertöpfen fernhalten wollen. Ob das in Zukunft so sein wird, da habe ich meine Zweifel. Ich glaube, dass es zu Kooperationen zwischen AfD und CDU und sicherlich auch zu Koalitionen irgendwann kommen wird. Aber das aktuell ist das ja noch nicht der Fall. Ich bewerte nur das aktuelle Verhalten der Altparteien. Ja. Das ist jetzt keine inhaltliche oder sonstige Bewertung. Ich schaue nur, wie verhalten sie sich in der Realität. Okay. Wer gehört zu deinen Gegnern? Also jetzt unabhängig von dem politischen System, du nimmst ja auch, sage ich mal, die Wokis mit rein, den ÖRR jetzt irgendwie, oder ist das nochmal differenziert bei dir? Oder ist das alles irgendwie dein Gegner oder euer Gegner? Ja, Gegner sind einfach Leute, die politisch etwas anderes wollen. Das ist jetzt ein relativ mildes Wort. Das ist jetzt auch kein, ich weiß gar nicht, warum dich das jetzt so stört. Also wenn ich eine radikale Rhetorik haben würde. Du hast es halt benutzt, deswegen benutze ich es auch. Ja, Leute, die politisch etwas anderes wollen, sind erstmal Gegner. Also ganz, ganz neutral formuliert. Also das sagt jetzt nichts über die Stärke der Gegnerschaft aus oder ob man mit ihnen vernünftig reden kann, aber sie wollen erstmal was anderes und Politik, die wird ja nicht von Individuen gemacht, sondern die wird von organisierten Kollektiven gemacht. Und wie gesagt, im Parteipolitischen gibt es zwei gegnerische Blöcke, AfD und den Altparteienblock. Also du siehst alle anderen Parteien als einen Block auf dem Spielfeld sozusagen und die AfD auf der anderen Seite. Es ist ein historischer Block, ist übrigens ein Begriff von Gramsci, ist kein Rechter, falls du das jetzt wieder denkst. Ja, ist ein historischer Block. Also die wollen in. Also ich will dich jetzt hier auch nicht verunsichern. Ich gehe jetzt hier nicht auf jeden Begriff. Ich benutze nur die Begriffe, die du benutzt. Ne? Ich sage jetzt nicht, dass der Begriff Block schlimm ist oder Gegner oder irgendwas. Feind fände ich schlimm. Den hast du früher mal benutzt. Da hatten wir auch einen Talk. Da hatte ich dir gesagt, das klingt ein bisschen hart. Ne? Also weißt du nicht, Feind muss das jetzt sein? Ich meine, wenn du so reden willst, mach das. Nein, habe ich, wie gesagt, also reden. Ich will nur wissen, was du damit bezwecken willst. Ah, das widerspricht doch dem, was du. Das widerspricht doch dem, was du gerade gesagt hast. Also du hast gesagt, du siehst eine Entwicklung hin zu einer Radikalisierung. Und jetzt verwende ich einen milderen Begriff. Ich sage Gegner, weil das ist ja auch angemessen. Feind finde ich wirklich ein bisschen drüber. Ja, weil ich dich darauf hingewiesen habe. Ja, siehst du. Da hatte ich dich explizit darauf hingewiesen. So wie ich dich jetzt ein bisschen harscher in dem Tweet auch darauf hingewiesen habe. Was halt mein Eindruck ist. Ne, und ich sag's nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt anders reden sollst oder ich dir irgendwas vorschreibe. Wer bin ich denn? Du kannst doch reden, wie du willst. Ja, ich will es nur verstehen. Ich will verstehen, was du bezwecken willst damit. Mit dieser Sprache, mit dieser Ausdrucksweise. Also wenn du so einen Tweet verfasst oder wenn du dich halt hinsetzt und diesen Bröcker, der ja durchaus zu kritisieren ist für seine Aussagen, ziemlich hart angehst. Also der Bröcker hat auf einer Ebene rhetorisch eskaliert, die ich nie erreicht habe. Das muss ich mal ganz klar sagen. Der hat dem BSW Antisemitismus vorgeworfen und das ist die höchste Eskalationsstufe, die du in Deutschland hier erreichen kannst, was Vorwürfe angeht. Und du hältst das dann in deiner Kritik für eine gute Idee, zu sagen, dass der weggehört und dann keinem das losteilen soll und dass er geisteskrank ist. Wenn jemand sagt, wenn ich sage, okay, ich sehe einen Nahostkonflikt ein bisschen anders als du, wie es BSW ja tut. Und er sagt dann, ihr seid elendige Judenhasser.
Also was gibt's da noch zu diskutieren? Ja, nicht diskutieren. Du hast ja mit ihm nicht diskutiert. Du hast ihn ja nur eingeordnet, sozusagen. Ja, deswegen, und was gibt es halt da noch zu diskutieren? Also auf welcher Ebene willst du mit solchen Leuten, die auf, also die versuchen, auf dieser Ebene zu diskutieren? Also wenn ich einfach nur sage, ja, ich bin für einen Waffenstillstand in Gaza, was das BSW ja gemacht hat, was Mohammed Ali in der Sendung vertreten hat. Und dann kommt Michael Bröcker und sagt, Antisemitismus hätte im BSW einen Platz. Also was willst du darauf antworten? Sachlich. Ja, dass du nicht der Meinung bist, so, dass das eine ziemlich, ziemlich unsinnige Aussage ist, ne? Die du inhaltlich ja widerlegen kannst. Oder er sollte sie jetzt belegen, hattest du ja auch gesagt, dann soll er zeigen, wo da irgendwelche Sachen gesagt worden sind, die dafür sorgen, dass er zu dieser Erkenntnis kommt, ne? Ja, aber du bist halt in einen Rant verfallen, der mich eher stark an so einen Kasper oder so erinnert hat. Also auch von den Worten her und von der Emotion her, die dahinter steckt. Also ich frage mich halt, bist du da emotional involviert oder ist das einfach deine Art? Nee, das ist eine vollständige Entgleisung. Also das ist wirklich eine vollständige Entgleisung von dem Bröcker gewesen, auf die man adäquat reagieren muss. Da kann man jetzt sagen, man sollte immer ruhig sein, wenn man seine Sachen vorträgt. Aber also der Bröcker hat damit wirklich jede sachliche Ebene verlassen. Also so, über sowas kann man nicht diskutieren. Na gut. Also wollen wir uns das nochmal angucken oder verzichten wir darauf? Wie gesagt, ich habe es ja gerade beschrieben. Also das ist, glaube ich, ziemlich eindeutig. Mhm. Also wir können es auch nochmal angucken, ist mir relativ egal. Warte, Base, lass das mal kurz laufen. Ich habe dir das ja geschickt. Wenn das deinen technischen... Jo, ich mache mich jetzt daran, das darzustellen. Gib mir einen Moment. Nice. Also ich könnte auch einfach, ich glaube, die Tonspur reicht, oder? Ja. Okay, also es ist bei Lanz und man sieht Amira Mohammed Ali und jetzt sagt Agitator etwas dazu. Also das war das Video. Jetzt könnt ihr wieder aufeinander losgehen. Nice. Genau, also das war so das Ding, was ich mir irgendwie reingezogen habe, wo ich so dachte, okay, was ist mit dir los, Agitator? Ja, aber das hat man doch ganz klar gesehen. Also das hat man ja ganz klar gesehen. Die Eskalation ging ja eindeutig von dem Bröcker aus und nicht von mir. Also ich weiß nicht, was dich da stört. Na, wie, sie ging von ihm aus. Er hat ja nicht mit dir geredet oder dich da irgendwie reingezogen. Also du hast halt er hat das BSW in der Art und Weise beschimpft. Ja, und deswegen frage ich ja, also bist du da emotional so involviert in diesem Kampf gegen die Altparteien, für das BSW, auch ein bisschen für die AfD oder wie? Oder ja, was? Nicht für die AfD. Oder wie kommst du auf den Unsinn? Also, das habe ich doch gerade gesagt, dass die AfD unsere Gegner sind. Also wie viel deutlicher soll ich sagen? Also eben war dir das Wort Gegner zu deutlich. Jetzt habe ich gesagt, dass die AfD unser Gegner ist und jetzt fragst du mich, ob ich für die AfD wäre. Also es ist ein bisschen absurd, was du hier vorträgst. Also es tut mir leid, ich verstehe deine Kritik auch nicht. Doch, also ich verstehe... Dann rolle ich es nochmal auf. Also du wolltest am Anfang das ja nicht hören, weil du dich auf den Tweet beziehen wolltest. Ich habe dir ja gesagt, ich sehe eine Entwicklung bei dir, die nicht mit diesem Tweet jetzt angefangen hat, die ich explizit gesehen habe bei dieser Reaction auf diesen Typen, die ich auch ein bisschen mitgekriegt habe in den Gesprächen, die du mit Schlomo und Kasper geführt hast. Und ich da war ich doch total konziliant. Da war ich total höflich. Da habe ich überhaupt keine radikale Rhetorik. Alles gut. Hä? Also, alles gut. Alles gut. Was habe ich denn da Schlimmes gesagt? Du hast im Prinzip, wenn du jetzt sagst, dass die AfD euer Gegner ist oder dein Gegner oder wie auch immer,
finde ich das halt, ich weiß nicht, ob es irgendwie produktiv genug ist, sich hinzusetzen und dann zu sagen, du bewertest halt eher so diese ganzen wirtschaftlichen Komponenten, blendest den Rest ein bisschen aus und ja, verteidigst dann hier und da auch mal hier AfD implizit, wenn du zum Beispiel sagst, weiß ich nicht, Verfassungsschutz beobachtet die AfD, Repressionsinstrument, weil es die Opposition unterdrückt und so weiter, das kann dann dem BSW auch passieren. Weißt du, was ich meine? Oder wenn du dich mit Schlung und... Sorry, dass ich dich so häufig unterbreche, aber du sprichst immer so allgemein und da versuche ich dann ins Konkrete zu gehen. Nehmen wir mal den Verfassungsschutz, der die AfD beobachtet. Ich habe mir den Verfassungsschutzbericht in Thüringen angeguckt für den Blog von Serdar Somuncu. Der Artikel heißt, der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz, den kann sich jeder ansehen. Da habe ich wirklich mal diese Begründungen des Verfassungsschutzes rausgesucht und es war wirklich nur Schwachsinn. Also da war wirklich Projektion übelster antideutsche Ideologie, irgendwelche Unterstellungen gegenüber führenden AfD-Politikern, die in keinster Art und Weise belegt werden. Wie gesagt, schaut euch das alles an, habe ich in dem Artikel verarbeitet. Und da steckt keine Substanz hinter. Das ist offensichtliche staatliche Gängelung und Repression. Hat nichts mit der Realität zu tun, was in dem Verfassungsschutzbericht da steht. Und warum führst du es dann an als Argument sozusagen, wenn du eigentlich gegen die AfD bist, sollte dich das doch freuen? Oder sagst du, okay, ich sehe das entspannt, ja, Verfassungsschutz macht das jetzt mit der AfD, wird er dann auch mit dem BSW tun. Weiß ich nicht, ob das produktiv ist. Halte ich für nicht den richtigen Ansatz, ganz ehrlich. Der Verfassungsschutz, der an der Hand unseres wesentlich mächtigeren Gegners ist, denkt sich irgendeinen absurden Schwachsinn aus und beobachtet aufgrund dessen die AfD. Also bei dem Bericht, wo ich nachgeguckt habe, war das absurder Schwachsinn. Wie gesagt, guckt euch den Artikel an, da gehe ich das einzeln durch, dann könnte mir auch inhaltlich widersprechen, wenn ich da falsch liegen sollte. Aber der Verfassungsschutz hat keinen einzigen Beleg dafür geliefert, dass die AfD beispielsweise antisemitisch wäre. Das war ein Vorwurf, der in diesem Bericht relativ häufig kam. Wie gesagt, da war dann so antideutschmäßig, Höcke kritisiert Finanzkapitalisten. Eigentlich meint er die Juden. Also das war dann die Argumentation. Völlig irre, völlig irre. Das könnte man bei jedem Linken auch machen. Also diese Argumentation ist auch auf jeden Linken anwendbar. Vom Marxisten bis zum Sozialdemokraten, die kann man auf jeden Linken anwenden. Und wenn mit so einer Argumentation gegen die stärkste Oppositionspartei vorgegangen wird, dann halte ich es für völlig naiv anzunehmen, dass gegen das BSW nicht so vorgegangen würde, sollte es stärker werden. Okay. Also das, wie ich das beschrieben habe im Prinzip. Also du machst es halt, weil du sagst, weil du darauf hinweisen willst, hier wird die Opposition unterdrückt. Das wird dem BSW auch passieren, wenn es irgendwie gefährlich genug wird. Und davor willst du irgendwie warnen und fühlst halt die AfD als Beispiel an. Beispielsweise, und ich bin natürlich auch noch ein bisschen auf abstrakter Ebene für Demokratie. Also wenn die größte Oppositionspartei plötzlich vom Inlandsgeheimdienst überwacht wird aufgrund wirklich fadenscheinigster Beweggründe, dann ist das eine grobe Einschränkung der Demokratie und sowas sollte meiner Meinung nach nicht stattfinden, um jetzt hier mal den Liberalen zu geben. Okay. Na gut, dann habe ich das besser verstanden, was das angeht. Beim ÖRR bin ich halt komplett anderer Meinung, ne? Aber das sind halt Randthemen so. Mir geht es ja eher darum, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn, stell dir vor, du hast Kasper in dem Gespräch, in dem du auch dabei warst. Ne? Und er sagt, für ihn gibt es halt das Thema Migration, ne? Und dann irgendwie 1000 Punkte gar nichts und dann kommen erst irgendwelche anderen Sachen. Und ich habe so das Gefühl, dass es bei dir ähnlich ist mit dem wirtschaftlichen Bereich und dann kommt erstmal lange gar nichts. Außenpolitik ist auch noch relevant. Okay, Außenpolitik. Aber so Migration, solche Geschichten. Die Außenpolitik ist zu einem Gutteil Wirtschaftspolitik. Ja, auch Migrationspolitik ist zu einem Gutteil Wirtschaftspolitik, würde ich sagen. Also das hängt ja miteinander zusammen. Wenn du in Syrien keinen Bürgerkrieg ausgelöst hättest, den hat der Westen ja, ausgelöst kann drüber streiten, aber der Westen hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass dieser Bürgerkrieg über Jahre hinweg sich in die Länge gezogen hat, indem er islamistische Milizen bewaffnet hat. Operation Timber Sycamore kann jeder nachgucken. Das ist mittlerweile gut belegt. Okay. Würdest du dich als Anti-Imperialist sehen oder als Anti-Amerikanist? Als Anti-Amerikanist schon mal gar nicht. Ich habe nichts gegen die normalen Amerikaner und Anti-Imperialist auch nicht. Imperialismus ist ja ein normales Verhalten eines großen Staates in der kapitalistischen Nationenkonkurrenz. Also das ist das Normalste von der Welt, leider, muss man sagen, leider, also auf moralischer Ebene würde ich schon sagen, da wäre ich dagegen, also insofern könnte man mich so deklarieren, wenn das wollte, aber es ist nun mal das normale Verhalten und da ist jetzt die Frage, wie verhält sich Deutschland dazu? Was sollte Deutschland da tun? Was sollten die EU-Staaten da tun?
Und das sind die Fragen, die ich mir dann stelle. Aber es ist nun mal, das kann man relativ gut herleiten, natürlich normal, dass mächtigere Staaten versuchen, ärmere zu unterdrücken. Das kann man jetzt sagen, findet man schlecht, aber es ist nun mal das normale Verhalten. Und das finden die meisten, glaube ich, auf moralischer Ebene falsch, ohne dass man sie, glaube ich, als Anti-Imperialisten deklarieren würde. Also würdest du von dir aus sagen, du hast kein Problem mit Menschen, die eine andere Hautfarbe haben zum Beispiel? Nur um das mal festzuhalten. Nein. Okay. Musst du da auch? Ich hab das auch nicht angenommen. Ich wollte nur mal, dass hier kein falscher Eindruck entsteht. Ziemlich absurde Frage. Ich glaube, wenn du die Frage Kasper stellen würdest, würde er auch sagen, nein. Ja gut, aber da könnte man ja mit anderen Sachen belegen, dass er da in dem Moment dann lügt. So, das wäre ja nicht so schwer. Würdest du sagen, dass diese wirtschaftliche Problematik, die wir haben, generell für dich als primäres Problem gilt, wo du dann andere Sachen vernachlässigst, um gewisse Verbündete zu finden? Was heißt Verbündete? Na, wenn du zum Beispiel mit Kasper und Schlomo redest. Nein, das sind keine Verbündeten. Die wollen politisch komplett andere Sachen. Mhm. Aber man kann ja trotzdem offenen Diskurs pflegen. Ich hatte auf meinem Kanal Libertäre zu Gast. Ich hatte Kommunisten zu Gast. Ich hatte Morph, der ist ja ein Anarchist, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches unterstellen, aber ich glaube, der lehnt Hierarchie ja grundsätzlich ab. Ich hatte ja Proletopia zu Gast. Ich hatte Imp zu Gast. Ich hatte wirklich unterschiedlichste Leute auf meinem Kanal zu Gast. Und ja, jetzt habe ich halt auch ein paar ich hatte ja letztes Jahr schon mal jemanden aus dem AfD-Vorfeld zu Gast. Da habe ich die halt auch zu Gast und diskutiere auch mit denen da, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Also das ist ja nichts Neues, das mache ich schon die ganze Zeit. Ja, ja. Oder wenn ihr gleicher Meinung seid auch. Ja, das BSW fordert ja, das habe ich ja sogar gesehen, bei Wirtschaftsmigration eine striktere Migrationsbegrenzung als die AfD. Und die AfD, die bekennt sich zum Asylrecht. Das will sie ja gar nicht grundsätzlich abschaffen. Das ist ja auch interessant. Also das klingt viel weniger radikal, als das, was Schlomo beispielsweise in seinen Streams immer sagt. Also das ist mir auch aufgefallen, dass ihr in dem Gespräch da ein bisschen gewetteifert habt, welche von den beiden Parteien jetzt irgendwie eine striktere Migrationspolitik hat. Finde ich halt ein bisschen problematisch, wenn das halt ein Gespräch ist mit Kasper und Schlomo, die halt AfD-Vorfeld sind, weil das irgendwie so Wasser auf die Mühlen dann ist. Oder versprichst du dir davon zu sagen, dass die Leute, die jetzt dazuhören, vielleicht eher dann zum BSW tendieren, wenn du sagst, oh, hier, BSW hat sogar noch eine striktere Migrationspolitik? Oder ich was ist einfach, da dein Ansatz? Ich habe einfach die Position des BSW vorgestellt, die ja auch vernünftig ist. Ich meine, Menschen sollten keine Verschiebemasse im Dienste des Kapitals sein. Das sagt ja auch ein Proletopia. Das ist ja jetzt keine absurde Position. Und sollten dahin geschoben werden, wo die Kapitalisten gerade am besten mit ihnen Profit machen können, sondern Menschen, also die Heimat von Menschen sollte möglichst so gut aufgebaut werden. Da sollte möglichst erstmal kein Krieg herrschen, dann keine politische und wirtschaftliche Instabilität. Und man sollte alles dafür tun, dass Menschen eben nicht aus ihrer Heimat fliehen müssen. Und man sollte Menschen eben auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht als Verschiebemasse betrachten. Okay. Also würdest du auch abstreiten, dass du jetzt quasi in ein Gespräch mit Schlomo und Kasper gehst, wie jetzt am Montag, ich glaube, das war nur mit Schlomo, ne? Wo ihr über das Selbstbestimmungsgesetz geredet habt, da wart ihr euch eigentlich relativ einig über die gesamte Zeit? Oder gab es da irgendwelche Punkte, wo du irgendwie Unterschiede festgestellt hast oder so? Bei Wirtschaftspolitik, da sind wir ja kurzzeitig auch auf Lohnpolitik gekommen. Da hatte Schlomo ja gesagt, er konnte mir nicht widersprechen. Aber sonst, bei Selbstbestimmungsgesetz, da war das, was Schlomo vorgetragen hat, ja nicht falsch. Also, oder nimm mir mal einen Punkt, den er in dem Gespräch gesagt hat, dem du auf jeden Fall hundertprozentig widersprechen würdest. Müsste ich jetzt nochmal gucken, was genau gesagt worden ist. Aber mir geht's halt darum, wenn du, also aus meiner Sicht einfach nur, ja, mein Ansatz ist, wenn du mit diesen Leuten redest und ich sag mal, einen gemeinsamen Nenner findest, dann halte ich das schon für ein bisschen gefährlich. Das heißt jetzt nicht, dass du mit denen nicht reden sollst, verstehe das nicht wieder falsch. Ja, weil die sich darüber dann in den normalen Diskurs mit einschleichen können. Ne? Also sie sagen halt. Das ist doch gut. Es ist doch gut, wenn das Overton-Fenster möglichst breit ist, dann können wir da auch noch unterschlüpfen. Aber es ist doch gut, wenn es einen freien Diskurs gibt, oder bist du ein Gegner des freien und offenen Diskurses? Na, ich bin dann ein Gegner des freien und offenen Diskurses, wenn es halt um Leute geht, die eine ziemlich menschenverachtende Ideologie an den Tag legen. Das halte ich für ein sehr problematisches Politikverständnis, wenn du da so moralisch dran gehst. Also ich finde, Neoliberalismus ist auch eine problematische Ideologie, aber würde jetzt nicht sagen, redet nicht mit Grünen, SPD, FDP, CDU. Also das würde ich ja nicht sagen. Aber trotzdem finde ich, der Neoliberalismus ist eine menschenverachtende Ideologie. Trotzdem muss man mit den Anhängern dieser Ideologie reden. Okay, ich glaube, jetzt verstehe ich dich besser, weil ich glaube, weil du da drehst es ja wieder über die wirtschaftliche Schiene sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist halt mein Hauptthema. Wirtschaftspolitik und Außenpolitik, vor allem mit der zunehmenden Eskalation, die wir da jetzt sehen.
I see, okay, ja, jetzt, okay, ich glaube, ich habe gerade einen Durchbruch gestartet in meinem eigenen Kopf. Also du hast wirklich bei dir primär Wirtschaft im Kopf und alles, was jetzt so passiert, also beispielsweise, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich mag keine Ausländer, dann ist das für dich zu vergleichen mit Leuten, die sagen, ich finde Kapitalismus super oder ich finde Ja. Neoliberalismus super. Okay. Ja. Es gibt ja noch viel Okay. extremere Positionen. Also in der Ukraine, da gibt es Grünen-Politiker, die kuscheln da mit Faschisten und sagen, dass das Leute sind, die für die Freiheit kämpfen würden und dass wir denen noch mehr Waffen liefern müssen. Also Ja, gut, beispielsweise, was klar, näher zu logisch, rechts na logisch, angeht. na logisch. Also Ja. unser Gegner, der Altparteienblock, die Grünen beispielsweise, die haben eine viel größere Nähe zu Rechtsextremen, wenn es ihnen machtpolitisch in den Kram passt, als es bei uns auch nur an den äußersten Rändern geben würde. Also das musst du mal sehen. Die Maßstäbe, die du hier jetzt versuchst, an uns anzulegen, die halten unsere Gegner nicht mal im Mindesten ein. Was befindest du dich im Krieg eigentlich? Nein, natürlich So. nicht. Hä? Weil du da auch von Kriegserklärung gesprochen hast und so. Ja, also das läuft darauf hinaus, dass du jemanden, wenn du ihm am Antisemitismus wirfst, dann willst du ihn aus dem Diskurs ausschließen. Das ist völlig, völlig Ja. evident. Dann geht es um nichts anderes. Vor allem dafür, für den Vorwurf hat er ja keine Belege. Er hat ja gesagt, die Belege zeige ich Ihnen nach der Sendung. Aber die gibt es. Vertrau mir. Also ihr Ja, hasst gut, alle das Juden, ist aber ich erzähle euch jetzt nicht, warum. typisches Mittel so, ne? Weil ich meine, das hast du aber auch auf allen Seiten sozusagen. Das ist jetzt erstmal nicht unique für irgendwelche Gegner der AfD oder des BSW oder so. Würde ich jetzt mal nicht sagen. Aber gebe ich dir natürlich recht, ne? Also der Auftritt war unter aller Sau von diesem Mann. Aber um nochmal auf den Kern zurückzukommen, warum wir eigentlich reden, also du weißt auch selber, wie Naitan dich mal kritisiert hat, falls du dich erinnerst. Und er hatte eine sachliche Kritik geäußert, ja, hat das aber vermischt mit hier, du Elfbar, du Lauch, ich mach dich fertig, ich heb dich mit einer Hand hoch und was er nicht alles gesagt hat. So, dass halt Das seine hat mich nicht sachliche gestört. Kritik, Das hat mich nicht ne, gestört. ist ja erstmal egal, geht ja nicht darum, ob sie stört. Seine sachliche Kritik geht halt flöten bei sowas, logischerweise. Und ich sehe halt, dass ähnlich bei dir, wenn du dich halt hinsetzt und ja, emotional, ja, auf solche Geschichten reagierst und weiß ich nicht, von Kriegserklärung redest oder auch wie hier von Zerschlagung und so weiter, dass dann deine valide Kritik flöten geht. Ne? Ja, was Einfach soll ich aufgrund denn der sagen? Tatsache, dass du da Anstatt Zerschlagung, keine Ahnung, Abschaffung. sag, was du willst. Ich sag ja nur, was mir auffällt. Und ich frage mich halt, ob das bei dir bewusst getan wird, dass du sagst, okay, das geht jetzt hier in Richtung Wahlkampf, keine Ahnung, jetzt muss man ein bisschen härter reden oder ich habe jetzt hier die Schnauze voll, ich habe irgendwie ein Jahr versucht, das ein bisschen lockerer zu machen, jetzt muss ich mal irgendwie ein bisschen aufdrehen, ja, oder ob es einfach unbewusst passiert, weil dann habe ich halt die Angst, dass du da irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen reingerutscht bist in so eine Spirale, aus der man halt schwer wieder rauskommt, so weißt du. Also es ist mehr eine Sorge als ein Angriff, Nee, also ich ich würde dir bin nie keine. verbieten, irgendwas zu sagen oder irgendwas zu machen. Also ich bin, wie gesagt, ich bin weiterhin absolut gemäßigter Sozialdemokrat und ich drücke mich wesentlich gemäßigter aus als viele andere Leute aus unserem Lager. Also ich nehme folgenden Streamer jetzt nur als Beispiel. Das ist jetzt kein Angriff. Proletopia, der redet ja immer davon, dass die Kapitalisten uns versklaven wollten. Das ist eine viel radikalere Rhetorik, als ich sie jemals an den Tag gelegt habe. Und bei Proletopia, da würdest du jetzt nicht auf der Matte stehen und das darfst du nicht mehr sagen. Du musst sagen, dass die Kapitalisten die Löhne ein bisschen drücken wollen. Du darfst nicht sagen, dass die uns versklaven wollen. Das ist ja zu radikal. Das hast du ja, das würdest du ja auch nicht machen. Nee, mache ich aber dir auch nicht. Ich kann es ja nochmal wiederholen. Ich sage ja nicht, du darfst es nicht mehr sagen. Ich sage ja nur, es fällt mir halt auf, dass diese Sprache ziemlich emotional ist, um es mal so zu beschreiben, und in eine Richtung geht. Ich weiß nicht, da hat auch einer drunter geschrieben, ich glaube, das war Schapolucci oder so. Wenn man dich jetzt da stellt und das, was du zu diesem Typen gesagt hast, und dann noch irgendwie schwarz-weiß und noch irgendwie altes Grammophon daneben, dann hast du dann eine Rede von damals so ungefähr. Weißt du, was ich meine? Und das halte ich Ja, halt mir, für kontraproduktiv. das halte ich für einen Ne? ziemlich starken Widerspruch, mir zu harsche Rhetorik vorzuwerfen und dann erstmal mit dem NS-Vergleich zu kommen. Wieso NS-Vergleich? Habe ich ja nicht gesagt. Sportpalast-Feeling hat Ach so, Kapulsch das hat, geschrieben. ja, das hat, stimmt, da würde ich vielleicht auch nicht mitgehen, aber auf jeden Fall hat es für mich auch einen Eindruck, so ein bisschen veraltet, würde ich mal sagen. Oder zumindest halt nicht produktiv. So, das ist das, was ich meine. Und ich sage nochmal, es ist mir egal, was du sagst und wie du redest, es ist kein Tone-Policing oder irgendwas. Ich stelle mir nur die Frage, ob du das bewusst machst oder ob du, ja, keine Ahnung, das einfach
irgendwie zu emotional nimmst oder so. Ich weiß es nicht, wie ich es beschreiben soll, weil sonst machst du ja einen ziemlich rationalen, ziemlich pragmatischen Eindruck. Du stellst Wirtschaft immer über andere Themen sozusagen. Und in dem Moment, wenn es dann irgendwie gegen das BSW geht, weil da irgend so ein Journalist sitzt, oder wenn die Woken wieder irgendwas machen, dann wird's ja schon doch sehr, sehr emotional dann. Was irgendwie, ich krieg's nicht zusammen im Kopf. So. Weißt du, was ich meine? Ja, was heißt emotional? Also meistens Streamer lassen sich ja, also bei der Landsendung, da war ich eigentlich die meiste Zeit ziemlich ruhig, obwohl es da um ziemlich brutales Thema ging. Was mich sehr mehr aufgeregt hat, tatsächlich, habe ich festgestellt, war der Beitrag von die da oben jüngst über die Aktienrente, wo wirklich übelste neoliberale Propaganda die ganze Zeit gemacht wurde und einfach durchweg gelogen wurde, Sachen weggelassen wurden, also wirklich übelstes Framing gegen unsere gesetzliche Rente, um halt die Profite des Finanzkapitals zu sichern. Also wofür diese Aktienrente ja letztendlich gedacht ist. Und da sowas, bist du nicht emotional geworden, oder was? Doch, da bin ich absolut emotional geworden. Okay. Also, aber das... Das habe ich nicht gesehen, muss ich mal gucken. Das kommt bald auf YouTube irgendwann, weiß ich nicht wann genau, aber das ist ja bei Streamern völlig normal. Also guck dir den Stream von Erwin an, also wird der da... Der sitzt ja auch nicht, es kann ja nicht jeder wie Fabian Lehr die ganze Zeit da sitzen und alles in einer Stimmlage. Nein, natürlich nicht. Aber von Erwin kenne ich das halt nicht anders. So, das kann jetzt natürlich sein, dass es an meiner Wahrnehmung liegt, ja, dass ich mir jetzt irgendwie zu wenig von dir reingezogen habe oder dich anders früher wahrgenommen habe, als ich dich jetzt wahrnehme oder wie auch immer. Aber mir ist es halt aufgefallen, so, dass es halt irgendwie schon irgendwie unpassend ist, so für dich als Person. Nicht jetzt für mich, dass es unpassend ist, dass du sowas nicht sagen sollst oder irgendwas. Sondern dass es irgendwie nicht zu deinen Stärken passt, sozusagen, die ja du über Pragmatik und Sachlichkeit an den Tag gelegt hattest. Weißt du, was ich meine? Und das hat mich halt tierisch verwundert, so. Sicherlich, ja. So bin ich ja nicht die ganze. Also, ja, es gibt manche Inhalte, die regen einen auf und manche, die regen einen nicht auf. Emotionen sind ja nicht 100% logisch. Und ich, wie gesagt, ich will hier jetzt nicht die ganze Zeit mit so einer monotonen Stimme reden und, Du kannst ja mal eine Reaktion auf, keine Ahnung, die Sendung Nachschlag ansehen. Das ist ja auch eine Talkshow, wo drei Leute mit unterschiedlichen Meinungen miteinander diskutieren. Und seit der 14. Folge reagiere ich da, oder vielleicht schon, ich weiß nicht wie lange, sind ja auf meinem Zweitkanal zahlreiche Reaktionen erschienen. Da bin ich wesentlich ruhiger. Also es kommt halt auf den Content an, worauf ich reagiere. Oder irgendwelchen guten Content, wo ich dann Bemerkungen zu abgebe. Aber wenn ja halt übelste Propaganda gemacht wird, dann benenne ich das so auch. Okay, ich frage dich nochmal, weil das vorhin nicht ganz klar war. So, ich hab's nicht wirklich verstanden. Wenn du die Wokies beispielsweise jetzt oder die Pseudo-Woken oder wie auch immer wir sie nennen wollen, wir können es ja eingrenzen auf so das Umfeld von Dekadent, Neitan und so weiter und so fort. Die haben dich ja auch persönlich ziemlich stark angegangen. Ja, also nicht nur irgendwie jetzt inhaltlich kritisiert, wo man irgendwie mitgehen kann oder auch nicht mitgehen kann, kann man ja alles ausdiskutieren, sondern wurden auch Atominen über die Maßen hinaus so. Hat dich das berührt oder war dir das wirklich völlig egal? Sagen wir mal so, also wenn solche Angriffe aufs Aussehen oder so gekommen sind, das ist mir völlig egal. Damit machen die Typen sich ja selbst lächerlich. Aber wenn sowas aller Rechtspopulist kommt, da überlegt man schon, wie reagieren da andere Streamer jetzt drauf? Sagen die, oh, der ist rechts, darf ich mit dem jetzt, also zum Glück war es das für Neitan so lächerlich vorgetragen. Und so lächerlich herbeikonstruiert, dass die meisten da gesagt haben, gut, Neitan ist komplett lächerlich, aber bei solchen Vorwürfen, die dienen ja dazu, um den anderen aus dem Diskurs auszugrenzen. Und deswegen halte ich eben, ist ganz wichtig, um jetzt zum anderen Punkt nochmal zu kommen, den freien Diskurs so am Leben wie möglich zu erhalten. Deswegen halte ich es auch wichtig, mit Libertären zu reden und mit Rechten zu reden. Und selbst mit Wokies zu reden, obwohl das meistens nicht sehr sinnvoll ist. Die versuchen dann nachzuweisen, dass du sozusagen die böseste Person bist, die jemals auf der Erde existiert hat, wenn die mit dir reden. Also das kann man diese Möglichkeit bestimmt noch am besten bestreiten. Also da finde ich es wesentlich sinnvoller, mit einem Schlomo zu reden, als, keine Ahnung, mit einem Neitan. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Okay. Und das ist das, was ich zum Beispiel beschreiben würde, so als leichte Schlagseite nach rechts. Das ist jetzt nicht Schlomo, wertend gemeint, aber das... Crack-Egg. Warte kurz. Das ist nicht wertend gemeint und soll jetzt kein Angriff sein. Aber das fällt mir halt bei einigen auf. Das ist so dieses, gerade Menschen oder Streamer oder aus dem Streamer-Umfeld, keine Ahnung, Mods und so weiter, die halt dafür stehen, für den freien Diskurs und so weiter, die sich da sehr zentristisch sehen, die sagen, ich höre allen Seiten zu, was irgendwie für mich logisch ist, ist logisch.
Aber irgendwie bei fast allen fällt mir halt diese Schlagseite nach rechts auf, die du auch gerade beschrieben hast. Keine Schlagseite. Keine Schlagseite. Also Schlomo versucht, wenn ich mit ihm spreche, nicht nachzuweisen, dass ich ein irgendwie böser Mensch bin, den man auf jeden Fall aus dem Diskurs ausschließen muss. Neitern und Dara tun genau das. Mhm. Also das ist einfach eine Reaktion, beziehungsweise das ist eine Bewertung des Verhaltens der anderen. Die Wokisten behandeln uns als Feinde, die wollen uns ausschließen. Also Schlomo tut das offensichtlich in der Art nicht. Also mit der Wagenknecht-Partei macht er das sicherlich. Das habe ich ja auch immer kritisiert. Mhm. Da habe ich ja auch immer inhaltlich widersprochen, wenn er da irgendwelche alten Zitate von Sarah Wagenknecht rausgesucht hat. Ah, das macht der Parabelritter genauso. Also der Parabelritter ist da jetzt nicht besser als Schlomo. Und ich sehe jetzt keinen Grund, Parabelritter in den Diskurs einzuschließen und Schlomo auszuschließen. Also das wäre ja völlig absurd. Aber die Wokisten, die wollen wirklich also jeden von uns als bösesten Menschen überhaupt darstellen. Also du hast es ja bei Lucy gesehen, die relativ unpolitisch war. Und die gesagt hat, es gibt zwei Geschlechter und die ganze Woke-Blase ist auf sie losgegangen. Also solche Fälle. Sowas gibt es ja bei den Rechten nicht gegenüber unserem Lager. Jedenfalls nicht in der Menge, ja. Nicht in der Intensität. Ja. Und die Rechten sind doch nicht am Drücker. Die Woken haben kulturelle Hegemonie. Und deswegen sind die Woken auf Twitch aktuell auch unser größeres Problem als die Rechten. Definitiv. Die Woken sind gerade am Drücker? Definitiv. Also das Selbstbestimmungsgesetz, also das ist jetzt nicht eindeutig. Auf Twitch oder in der Regierung? Auf Twitch, so? In der Regierung, die haben komplette kulturelle Hegemonie. Also das Selbstbestimmungsgesetz ist eine neueste Manifestation dessen. Und auf Twitch sieht man das ja, Anti-Walker-Streamer werden massenweise demonetarisiert oder die Kanäle werden komplett gelöscht. Also hast du ja bei Erwin gesehen. Ja, da weiß man immer noch nicht, was es jetzt genau war. Ne? Das ist halt das Ding. Misinformation. Also er hat was gesagt, was der Regierung nicht gefällt. Irgendwas. Oder vielleicht war auch was dabei, was wirklich falsch war. Man weiß es halt nicht, weil die ja nichts begründen völlig müssen. Egal. Und die Frage, ist dann halt immer, ja, sag. Sorry, dass ich dich heute so häufig unterbreche, aber ich... mach ruhig, alles gut. Ich bin hier schon 4 Stunden am Stream. Das Ding ist, die Woken, die dürfen auf ihren Kanälen wirklich sagen, was sie wollen. Die dürfen zum Wahlbetrug aufrufen und das hat keine Konsequenzen. Aber Erwin sperrt man, ohne anzugeben, was er denn genau falsch gemacht hat. Missinformation, das kann alles sein. Also ich nehme mal an, er hat gesagt, dass die Kapitalisten nicht unser Bestes wollen oder dass die Wokies vielleicht nicht so die wahren Linken sind. Also es sind ja Aussagen, die von ihm gekommen sind. Und dann, das hat Konsequenzen. Das sehen wir auch bei vielen anderen kritischen Kanälen. Also das ist ja, Erwin ist ja nicht der Einzige. Ja, klar. Aber für mich ist es halt kein Beweis. Ich bin natürlich voll bei dir, dass ich die Tendenz ja auch sehe. Die nehme ich ja wahr. Ich bin ja nicht völlig bekloppt. Dass es schon da auch sehr einseitig zugeht, um es mal so zu beschreiben. Was es jetzt genau ist, ob das irgendwelche Twitch-Mitarbeiter sind, ob das irgendwie eine Agenda von Twitch selber ist, ob da irgendwelche Regierungen hinter Twitch sagen, mach das mal lieber so oder so. Woher soll ich das wissen? Und du weißt es halt auch nicht. Ich frage mich dann halt immer, wie man sich da so sicher sein kann. Weißt du, was ich meine? Und das immer so ins absolute Extrem ziehen kann. Also so von wegen, Lanz ist schlecht, Funk ist schlecht, ÖRR muss weg. So. Erwin wird gesperrt, Nemesis wird gesperrt, das müssen die Wokies sein. Weißt du, was ich meine? Ich finde es halt schade, weil im Prinzip macht es das nicht besser, als es eben die Wokies selber tun. So dieses absolute Pauschalisieren, alle, die mal irgendwie, keine Ahnung, bei Outlaw waren, sind alles Nazis. Jeder AfD-Wähler ist ein Nazi und so weiter. Man macht es doch selber dann auch, wenn man sagt, ja, guck mal hier, Lanz ist scheiße, Funk ist scheiße, ÖRR muss weg, die sind alle woke. Das Problem ist ja nicht, dass die woke sind. Finde ich schade. Mein Argument war ein politisches. Also mein Argument war ein politisches. Die betreiben Propaganda gegen unser politisches Lager. Die sind in allen Bereichen voll auf Linie des Altparteienblocks. Sie sind also politische Gegner. Sie verhalten sich so. Also sollten wir nicht so tun, als wären sie neutral. Also sollten wir alles dafür tun, dass sie beispielsweise nicht mehr durch Zwangsgebühren finanziert werden, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Auch wenn ich mir in einer utopischen Welt, wo ich alles selber auswählen könnte, natürlich sagen würde, ja, wir müssen den ÖRR reformieren, wir brauchen einen besseren ÖRR, aber in der realen Welt ist eine Abschaffung des ÖRR sehr viel wahrscheinlicher. Okay, ja gut. Hättest du so ausformulieren können, musst du ja nicht. Ja, aber das habe ich schon zehnmal erklärt, das kann ich ja nicht in jedem Tweet nochmal extra sagen. Nein, es ist ja völlig okay. Aber du hast eben gesagt, dass die Woken auch irgendwie in der Regierung übernommen haben, weil jetzt Selbstbestimmungsgesetz kam und so weiter und so fort. Und wenn du sagst, ÖRR wird vom Altparteienblock irgendwie kontrolliert und so weiter, dann sind das auch wieder die Woken, oder nicht?
Ja, der Wokismus ist ja eine politische Ideologie. Der kann ja kulturelle Hegemonie haben, ohne dass das jetzt eine straff organisierte Gruppe sein muss. Oder wie meinst du das? Nee, weil du es nur gerade gesagt hast. Also du hast einerseits gesagt, die Woken sind an der Regierung, deswegen gab es Selbstbestimmungsgesetz. Und dann hast du gesagt, das mit dem ÖRR hat ja erstmal nichts mit den Woken zu tun. Oder dann habe ich das falsch verstanden vielleicht, weiß ich nicht. Nee, die haben kulturelle Hegemonie. Also wirtschaftspolitisch haben die neoliberalen Hegemonie, kulturell die Woken. Und außenpolitisch die Transatlantiker. Das lässt sich ja relativ, also du kannst es ja an der realen Politik zeigen, du kannst es an der Medienberichterstattung zeigen, du kannst es an so vielen Sachen zeigen. Also du kannst es auch innerhalb der Linken zeigen, wie sich die Linke entwickelt hat. Mhm. Früher, da ging es halt Widerspruch Kapital gegen Arbeit. Heute geht es um LGBTAI plus sonst was, Personen gegen die normativ weiße Mehrheitsgesellschaft oder so einen völligen Schwachsinn. Also ja. Aber fühlst du dich da eingeengt oder den Diskurs unterdrückt oder sowas? Oder in welche Richtung geht das? Warte kurz, ich beantworte in 10 Sekunden die Frage. Ich mach mal kurz Licht an, damit die Zuschauer überhaupt noch was sehen. Ja, alles entspannt, alles gut. So. Ich mich eingeengt fühle. Ja, ich fliege ja noch relativ unter dem Radar, deswegen ist das für mich ja nicht so schlimm. Ich muss ja nur durch Diffamierungskampagnen, also mit Diffamierungskampagnen von Wokies leben und muss halt Angst haben, dass mein Kanal gesperrt wird. Beispielsweise YouTube hat mir einen Strike verpasst, als ich es gewagt habe, Seth Van Doom zu kritisieren. Ja. Beispielsweise. Also das ist ja schon interessant. Also der Wokie, der darf auf Twitch weiter streamen, der wirklich Gewaltdrohungen und alles Mögliche verbreitet hat. Wie man den dann auf YouTube kritisiert, der kriegt für diese Kritik einen Strike. Ja, ja. Wobei da halt auch die Frage ist, warum? Ne? Du hast ja keine wirkliche Antwort bekommen, sondern dein Widerspruch oder was auch immer wurde auch abgelehnt. Ne? Das habe ich noch mitgekriegt. Aber eine wirkliche Antwort hast du jetzt auch nicht bekommen, warum das gestrikt worden ist. Nee, das verstößt gegen die Richtlinien. Du kannst zwar nachfragen beim Support, die antworten dir dann auch, aber die Antwort ist dann nur, das wird nicht nochmal überprüft. Ja, das ist halt das Ding so. Ne? Und da ist es halt wichtig, meiner Meinung nach, wenn dir sowas passiert beispielsweise, ja, kann ja der Fall eingetroffen sein, das wird halt geprüft, ja, vielleicht auch automatisch geprüft und du hast ja die Aussagen von Seth von Doom da einfach im Original laufen lassen. Und leider warst du dann davon betroffen, dass es irgendeiner gesehen hat oder der Bot erkannt hat oder was auch immer und dafür wurdest du dann gesperrt. Ne, weil die nicht gucken, ob du das jetzt als Zitat verwendest oder nicht, was ja natürlich totaler Fail von denen ist. Also kannst du nichts dafür. Ne? Bloß man muss halt aufpassen, das jetzt so zu drehen, als ob da jemand sitzt. Und ich sage nicht, dass du das tust. Ja, ich sage nur, ich warne nur davor, ja. Dass da jemand sitzt, der guckt sich jetzt einen Agitator an oder kritisiert Seth von Doom, da gibt es erstmal einen Strike. Weil das kann ich mir halt auch nicht vorstellen. So. Das halte ich auch für ziemlich, ziemlich unrealistisch. Ja, aber bei wichtig, also wie gesagt, wir fliegen alle noch ein bisschen unterm Radar. Wir sind relativ klein, aber wenn du größer wirst, die Antispiegel-TV, dann wirst du weggelöscht, ohne einen Strike oder so erhalten zu haben. Also völlig außerhalb der normalen, des normalen Verfahrens wirst du dann weggelöscht. Oder KenFM. Das wurde ja auch einfach weggelöscht auf YouTube. Also wenn du groß genug bist, dann kümmert sich da schon wer drum. Ja gut, da lag es vielleicht auch an den beteiligten Personen, die da bei Antispiegel TV dabei sind, ne? Die werden schon länger auf dem Radar gewesen sein, sage ich mal. So, ja, aber das ist doch hochproblematisch, wenn kritische Journalisten hier auf dem Radar sind. So sollte das doch nicht laufen. Kann man sicherlich drüber, da müsste man jetzt im Einzelfall natürlich gucken, wenn sich jetzt einer hinstellt und hier den Holocaust leugnet oder sowas. Nein, das ist dann nicht passiert. Nein, weiß ich doch, aber dann wäre es halt eine gute Sache, dass so eine Instanz dann auch greift, logischerweise. Ne? Ja, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern, wie heißt der nochmal Reichert? Ne? Dominik Reichert? Nee, warte. Doch, ja, Dominik, oder? Reichert und Thomas Röper. Ja, genau. Genau. Der wird ja halt vorher, wie gesagt, schon auf dem Radar gestanden haben und durch die eine oder andere Aussage ist er natürlich aufgefallen, was dann wieder für dein Argument sprechen würde, weil bei ihm ja auch sehr viele Vogue-Kritik stattgefunden hat. Ja, mal mehr, mal weniger sachlich so. Ich glaube tatsächlich nicht, klar, dass das da der zentrale Grund sein wird. Ich glaube, es liegt an der Kritik am transatlantischen Bündnis. Antispiegel TV hat sich sehr viel mit Außenpolitik beschäftigt. Seinem RT-Bezug oder seinem Russland-Bezug wahrscheinlich, ja. Deswegen, also ich hatte Dominik Reichert schon zweimal zu Gast. Also man muss ja nicht alle seine Meinung teilen, aber mit dem kann man gut diskutieren. Also das ist jetzt kein Extremist oder so oder was irgendwas in die Richtung gehen. Da gibt es absolut
keine Gründe, außer dass er sich halt kritisch zur aktuellen in Deutschland herrschenden Linie geäußert hat, als den Kanal zu sperren. Und wenn wir größer werden, könnte uns das auch passieren. Und wenn das BSW größer werden würde, dann können sich auch da staatliche Institutionen, die uns feindlich gesonnen sind, drum kümmern oder stärker drum kümmern, als sie es bisher ohnehin machen. Und da denke ich halt vor allem an ÖRR und Verfassungsschutz. Okay, okay. Also das kann ich für mich abhaken. Das habe ich auf jeden Fall jetzt besser verstanden, als du jetzt den Twitter zu begutachten. Ob ich da jetzt mit allem mitgehe, ist natürlich eine andere Sache, aber das müssen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Wie gesagt, mir ging es ja eher um eine andere Geschichte, um eine Sorge, die ich mir mache, ja, um eine Entwicklung, die ich sehe. Und da kannst du jetzt sagen, ja gut, interessiert mich ein Scheißdreck, was der Crackhack erzählt. Bloß, ich finde es halt schwierig, wenn man einerseits sich halt ziemlich anti-Vogue positioniert. Ne? Und da gebe ich dir auch völlig recht, da rennen halt Menschen rum, die andere diffamieren, die grundlos irgendwie in eine Ecke stellen und so weiter und so fort, die am besten abschalten wollen und die sollen gar nicht mehr teilnehmen und so weiter. Bin ich voll bei dir. Ne? Nur man muss halt aufpassen, dass man selbst nicht so wird. Vor allem in dem Bereich, den ich ja bei den Wokies und du wahrscheinlich auch sehr stark wahrnehme, dass du da schon eine gewisse Form von einhelliger Meinung hast. Und wenn du eine andere Meinung hast, dann wirst du sofort von den Woken ausgeschlossen, so wie es Erwin damals passiert ist. Weißt du, was ich meine? Und deswegen denke ich, dass da viele auch einfach mit ihrer wirklichen Meinung nicht so wirklich hausieren gehen, weil sie keinen Bock haben, aus dieser Community ausgeschlossen zu werden oder selber irgendwie gemobbt zu werden und so weiter und so fort. Und das Gespräch, was wir jetzt führen, ne, und auf der Grundlage, die wir jetzt hoffentlich verständlich irgendwie aufgezeigt haben, worum es mir da geht, erkennt man halt, dass halt viele damit nicht klarkommen, dass man da jetzt mal irgendwie anderer Meinung ist. Weil man ja irgendwie oberflächlich zur selben Bubble gehört und wir sind alle irgendwie gegen diese Wokies. Und wir sind alle irgendwie, keine Ahnung, BSW-Vorfeld oder Sympathisant oder finden linke Werte cool oder was auch immer. Und da müssen wir halt auch aufpassen, dass wir nicht da reinrutschen, genau so eine geschlossene Gruppe zu werden, wie zum Beispiel bei den Wokies, wo kritische Worte untereinander gleich dazu führen, dass hier Leute in den Chat kommen, der will den Agi Nazi nennen, der will den Agi hier verhören, der will den Agitator hier framen. Nee, will ich überhaupt nicht. Habe ich auch nicht einmal gesagt. Ich habe von Anfang an gesagt, es ging mir darum, dir, Agitator, klarzumachen, dass ich eine Entwicklung wahrnehme bei dir, die mir ein bisschen Sorge macht, ja, und um mehr nicht, so. Ja, wenn du das so siehst, warum formulierst du es dann auf Twitter nicht gleich schon? Also du hast geschrieben, das ist nicht nur sprachlich rechts der AfD. Also genau. Was soll also wirfst mir sprachlich Verrohung vor und sagst dann, rechts der AfD, also das ist doch selbst schon eine rhetorische Eskalation. Warum kommst du dann, also mit so einer Rhetorik, die du selbst kritisierst, wenn du sie bei mir siehst? Genau aus dem Grund, damit wir dieses Gespräch hier haben und ich das aufzeigen kann. Weil jetzt mich doch privat anschreiben können. Harten, ja, na sicherlich. Wo bleibt der Content? So, du willst doch auch die Reichweite. Ne? Wir machen das für eure Reichweite. Nee, es geht mir ja nicht nur um dich, es geht mir auch um die Community, wie du ja hier siehst. So. Und wie du vielleicht bei Twitter auch gemerkt hast und bei dir im Stream. Weißt du, was ich meine? Ja, die meisten fanden das halt total gut. Den meisten was? Habe ich nicht verstanden. Die meisten haben dem Tweet inhaltlich zugestimmt. Also was ich damit bekommen habe. Deinem jetzt oder was meinst du? Ja. Ja, ja. Auch meiner Kritik an ÖRR und Verfassungsschutz. Ja, also. Ja, ja, ist ja okay. Ja, weil ich glaube, meine kam nicht richtig durch. Die habe ich dann irgendwie hinten raus nochmal ein bisschen besser erklärt im anderen Tweet. Aber das war schon so, dass da Leute auch, was willst du jetzt hier, was greifst du den Agitator an? Und das waren Leute, die mir irgendwie, weiß ich nicht, ein Jahr lang den Hintern gepudert haben, mehr oder weniger, so von wegen, ah, das ist alles cool, was du sagst, und jetzt habe ich einmal Kritik an dir geübt und jetzt ist irgendwie, geht hier die Welt unter. Ne? Also genau das, was passieren würde, zum Beispiel bei den Wokies, wenn irgendwie einer sich da gegen Dekadent stellt oder irgendwas. Ne? Ja, ich glaube, das liegt an deiner sehr harschen Rhetorik. Ja, vielleicht liegt es aber auch an deiner sehr harschen, dann drehen wir uns doch im Kreis. So, das ist doch völliger Quatsch. Ich habe dich ja nicht angegriffen. Ich habe unsere politischen Gegner angegriffen. Ich habe dich auch nicht angegriffen. Ich habe dich auch nicht rechts genannt. Ich habe deine Sprache rechts genannt, beziehungsweise, weiß ich mal, was ich geschrieben habe, radikal oder was auch immer. Ne? Ja, ich weiß zwar immer noch nicht, was daran jetzt radikal sein soll. Also das Wort Zerschlagung, auf das sind wir jetzt hinausgekommen. Nee, sind wir nicht. Wir sind eher auf das Video hinausgekommen, wo du den Typen halt als bösartige Gestalt bezeichnest, der weg muss und so weiter und so fort, geisteskrank. Ja. Das halt. Wie gesagt, das ist weit unterhalb der Eskalationsstufe, auf der der Typ sich bewegt. Also hältst du das für angemessen aus deiner Sicht? Ohne das jetzt zu verurteilen, irgendwas? Also aber ja, ich hätte es etwas politischer formulieren können und weniger moralisches Framing, aber willst du jetzt jeden Streamer verurteilen? Also da müsstest du ja nicht nur mich verurteilen,
der ein moralisches Framing anwendet. Das macht jeder. Das macht keiner nicht. Ja, aber nicht jeder ist mir irgendwie wichtig oder so. Verstehst du? Und nicht jeder hat irgendwie mir den Eindruck gegeben, dass er eine sehr sachliche Kritik äußern kann am bestehenden Verhältnis, sich da mehr auf Wirtschaft bezieht. Okay, das ist halt bei dir so, ist auch völlig okay. Ne? Da ist halt dein Fachgebiet, da wo du dich am meisten für interessierst, wo du dich am meisten auskennst, was auch immer, ist ja völlig in Ordnung so. Aber wenn dann auf einmal sowas kommt, dann denke ich so, was ist da los? Weißt du? So, was da los ist, gar nichts. Wie gesagt, ich habe mich auch zum ÖRR, da habe ich meine Meinung tatsächlich ein bisschen geändert. Also früher gab es ja keine Partei, die irgendwie realistisch da was machen konnte. Deswegen da habe ich immer diese utopischen Standpunkte vertreten, ja, reformieren. Aber mittlerweile gibt es ja eine Partei, die real was machen kann. Und entsprechend wird es jetzt auch Zeit, realpolitische Vorschläge zu fordern, die definitiv, ja, die definitiv nicht so aussehen wie Vorschläge, die ich in der Utopie stellen würde, aber in der Realität kann man nun mal nicht alles umsetzen, was man fordert, und da ist ein bisschen besser als nichts. Und wenn ein politischer Gegner die staatliche Zwangsfinanzierung entzogen bekommt, dann ist das besser, als wenn er weiter staatlich finanziert wird, über diese Gebühren. Ja, klar. Ich habe bei den Wokies hatte ich noch eine Frage, wenn du gestattest. Da hatte ich vorhin schon gefragt, aber das sind doch irgendwie ein bisschen übergangen oder sowas. Siehst du das jetzt gerade so als einen Punkt in der Entwicklung, dass jetzt die Wokies gerade so, wie hast du gesagt, die Hegemonie haben oder was auch immer? Oder siehst du das schon am Ende angelangt? Sehe das noch nicht am Ende. Also es geht ja immer weiter. Das Selbstbestimmungsgesetz wurde ja jetzt beschlossen. Auf Twitch werden ja immer noch die gleichen Leute gebannt wie vorher. Auf Twitter ist es jetzt tatsächlich ein bisschen gekippt. Das ist ganz interessant. Ja, aber es könnte sein, dass diese Woke-Hegemonie an ein Ende kommt. Also sehr wahrscheinlich kommt die irgendwann an ein Ende. Da waren Schlummer und ich uns ja in unserem letzten Gespräch auch einig. Die Frage ist, was kommt danach? Was kommt danach? Und da finde ich halt, dass unser Lager hier ein gutes Angebot machen sollte und sich auf keinen Fall an den Mainstream anbiedern darf oder Teile dieses Wokismus da übernehmen darf. Und siehst du diese Entwicklung am Anfang, irgendwie mittendrin? Wie würdest du das einschätzen? Weil ich sag mal jetzt beispielhaft, keine Ahnung, die Bild-Zeitung ist auch noch nicht verboten oder sowas. Weißt du, was ich meine? So, du meinst, dass die Wokisten sich radikalisieren. Das kann man ganz schwer abschätzen. Ich glaube, andere Sachen sind wichtiger als der Wokismus. Das habe ich auch im Gespräch mit Schlomo schon gesagt. Ich glaube, dass das transatlantische Bündnis sehr viel wichtiger ist. Und wenn es zu großflächiger Medienzensur kommt, dann wird das gegen Kanäle gehen, die sich zur NATO und zu kritisch äußern. Das haben wir ja schon gesehen. Russia Today wurde ja schon in der gesamten EU zensiert. Das ist ja ein einzigartiger Eingriff in die Meinungsfreiheit. Und das ist einfach so durchgegangen, ohne dass sich wer groß aufgeregt hat. Also da kann durchaus noch mehr kommen, als wir es gerade sehen. Und das wäre schon, also wir sehen ja auch gerade, wie Oppositionellen massenweise Bankkonten gesperrt werden. Der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost beispielsweise. Oder Apolut. Also das sind ja keine Einzelfälle. Na, diese ganzen Schwurbelkanäle halt, so in dem Narrativ. Ja. So, ne? Die jüdische Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, also jüdische Friedensbewegung, das sind total die Schwurbler. Ja, ich frage mich, wie sie das dann begründen wollen. Ne? Weil sonst wird alles in einen Topf geschmissen, ne? wie du ja sagst, irgendwie alles Schwurbler, das ist hier nicht die richtige Wahrheit, hast du nicht gesehen. Und darüber haben sie dann halt den Hebel. Ne? Und auf diesen Plattformen wie YouTube und so weiter ist der Hebel ja noch viel besser, weil da musst du nicht mal irgendwas begründen oder so. Da wird aber abgestellt oder entmonetarisiert oder irgendwas. Ja, und da bräuchte es Gesetze, die das verbieten. Also du sagst, die Wokies sind jetzt nicht dein Hauptproblem oder die sind noch nicht so stark, dass das jetzt irgendwie das Kernthema sein sollte oder irgendwas. Nee, Kernthema nicht, aber auf Twitch sind die ja, also zu diesem Wokismus kommt ja meistens so ein Transatlantizismus dazu. Also schau dir an, wie die meisten Wokies kurz nach Beginn des Ukraine-Krieges für Waffenlieferungen dahin getrommelt haben. Guck dir an, wie die ganzen Woken Funkkanäle jetzt über den Nahostkonflikt reden. Also das ist ja, im ÖRR, da werden ja Mitarbeiter entlassen, die sich kritisch zum Nahostkonflikt äußern. Und da gibt's ja Framing-Manuals, wie du da über einen Nahostkonflikt reden darfst. Die sind ja komplett transatlantisch und gleichzeitig woke. Also das ist ja kein Widerspruch. Nee, ist es nicht. Ob das jetzt alle sind, ist natürlich wieder eine Frage so, aber die Tendenz sehe ich vielleicht sogar auch. Mitarbeiter werden weggesäubert, die sich kritisch äußern, also. Ja, ich finde das ganz interessant gerade. Ich weiß nicht, ob du das mitkriegst. Streamst du selber gerade noch? Oder ja, wir sind online.
Ach, du bist auch noch okay, weil du siehst ja unseren Chat wahrscheinlich nicht so. Doch, also ich werde hier schon die ganze Zeit. Ah, hast du beide an, okay, weil ich werde hier die ganze Zeit schon als Wokey und so weiter betitelt. Und das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will die ganze Zeit. So, ich kritisiere dich. Ich merke, da gibt es schon gleich den ersten Gegenwind. Jetzt werde ich hier als Wokey bezeichnet. Hast du den Eindruck, dass ich ein Wokey bin, um dich mal direkt zu fragen? So. Nein, nein. So, und jetzt frage ich dich halt, ne, ob du das auch mitkriegst, dass es eine gefährliche Entwicklung ist, wenn du für offenen Diskurs stehst, was ich ja auch tue, ja, und was eigentlich die meisten Leute auch tun sollten. Und ich glaube, die Wokies sind da mit die einzigen, die sich wirklich so explizit dagegen stellen und auch sehr offensichtlich tun, ja. Ist das eine gute Idee, wenn man beim kleinsten Anflug von Kritik oder von, oh, der könnte ein Abweichler sein, mich dann als Woke bezeichnet, so. Nein, natürlich Weil nicht, das natürlich nicht. Aber so und du, wie das. gesagt, du hast gesagt, das war, also meine Sprache sei rechts der AfD. Das ist schon ja ein härterer Angriff. Aber darauf will ich jetzt gar nicht. Ich will jetzt gar nicht, wer hat was falsch gemacht, sondern deine Kritik an sich, dass ich mich zu radikal ausdrücke, die finde ich halt relativ lächerlich, weil das Polemiklevel, auf dem ich mich bewege, ist weit unterhalb dessen, was in unserem Lager völlig normal ist. Also deswegen, Ja, ich ich kenne verstehe jetzt deinen, deine ich weiß Kritik nicht, in gewisser was Weise dein nicht. Lager sonst so macht, so habe ich ja gesagt, ich Erwin kenne halt beispielsweise. dich so. Erwin Der beispielsweise. Erwin findest du dann krasser, oder was? Ja, Dass er natürlich, der sagt, sagt, dass da die soll Nirgendwo Kapitalisten mehr uns stattfinden, versklaven weiß ich wollen. nicht. Okay. Also, Ja, gut, das das ist ist doch. so ein völlig anderen Thema, so. Ja. Ja, aber das habe ich nie gesagt. Oder dass er für die Abschaffung des Kapitalismus ist. Also, das ist übrigens was, wo du ins Visier des Verfassungsschutzes geraten könntest in Deutschland. Also, er ist ja in Österreich, da hat er ja Glück, aber nur mal so. Da gab es bei 99 zu Möglich, 1 ja. übrigens vor kurzem eine Folge über Berufsverbote und wie leicht du da ins Visier des Verfassungsschutzes kommen kannst und dann in einzelnen Bundesländern, Baden-Württemberg und Also Bayern bringen die hatten wir, Leute glaube hier ich, nicht noch genannt. auf Ideen, Mann. Was soll das? Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist halt, was bei Erwin fällt es mir halt auch nicht auf, weil das für mich keinen Unterschied macht, so, weil das vor einem Jahr auch schon so war. Das ist ja das, was ich dir auch schon gesagt habe. Und mir reicht es ja, weißt du, was ich meine? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt da mal eine Kritik gehört, damit kannst du ja anfangen, was du willst. Du kannst jetzt so weitermachen, du kannst irgendwie, keine Ahnung, darüber nachdenken. Vielleicht kommst du darauf, dass das vielleicht irgendwie unproduktiv ist, wenn man so agiert. Vielleicht nicht. Es ist mir eigentlich völlig egal. Ich fände es nur schade, wenn meine Befürchtung halt richtig ist, dass du da in so eine ziemlich drastische Radikalisierung abrutschen könntest, um das mal ein bisschen schwächer zu formulieren, als es vielleicht rüberkam. Ich glaube, ich bin der Letzte, wo du dir da Sorgen machen müsstest. Gut. Dann bin ich erstmal zufrieden, was das angeht. Keine Ahnung. Ich beobachte die Entwicklung weiter und werde dir dann zu gegebener Zeit sagen, ob sich das gebessert hat oder nicht, ja. Und verstehe das bitte nicht falsch. Ich schreibe dir nicht vor, wie du reden sollst oder so. Es ist, mach, was du willst. So. Es ist deine Sache, ja. Bloß ich konnte stehen lassen und bevor jetzt hier irgendein Twitter-Beef hier ausartet, dachte ich, dass ein Gespräch halt hilft. Ne? Und natürlich hätten wir auch privat sprechen können. Aber dann hätten wir auch für diese ganzen Leute, die mich jetzt hier woke und behindert nennen, weil ich dich kritisiere oder die dich kritisieren, weil du meine Kritik nicht hören willst oder was auch immer, die hätten wir dann nochmal extra informieren können. Und deswegen war, glaube ich, der Talk heute auch wichtig, dass er öffentlich stattfindet. Ne? Ja, und ich Also ich sehe eine wollte dich viel, dann. sorry. Ja. Nee, sag ruhig, sag ruhig. Na, ich sehe eine viel gefährlichere Entwicklung und die ist, dass der Diskurs, also was heißt Entwicklung? Also ich habe es jetzt bei dem Gespräch mit Schlummo und Kasper mitbekommen, da sind alle wirklich, also da wurde ich vorher in irgendwelche Discord-Calls geholt, da wollten alle mir Tipps geben und dann hinterher auch in den Kommentaren, also die meisten Kommentare waren positiv, die meisten Kommentare haben gesagt, gut, dass es einen Diskurs gibt, aber einige, die, oh, mit dem darf man richtig reden, dem darf man keine Bühne bieten, du hättest mehr widersprechen müssen, das ist also so, ja, also quasi, man macht ein Gespräch mit den Wokies und alle, also niemand hat mir bei Neitern gesagt, dem darfst du keine Bühne bieten, obwohl der uns wirklich wesentlich feindlicher gesonnen ist als ein Schlomo, aber bei Schlomo, da sagen ganz viele Leute, dem darfst du keine Bühne bieten? Und das finde ich doch eine seltsame Inäquivalenz. Also du hast ja vorhin gesagt, ich hätte einen Schlag nach rechts. Ich sehe, dass umgekehrt viele glauben, wegen der, ja, wahrgenommenen oder auch tatsächlichen ideologischen Nähe zu den Wokies, also wie gesagt, wie nah diese Nähe jetzt ist, das bezweifle ich, wenn die Wokies Waffenlieferungen in Kriegsgebiete fordern und unsere Kanäle massenhaft wegsperren wollen und sich mit neoliberalen Kapitalisten verbünden. Also diese ideologische Nähe, die würde ich auch in Zweifel ziehen, aber wegen dieser zumindest geführten ideologischen Nähe glauben manche, dass die Walkies uns näher wären und dass wir denen, mit denen eher zu reden dürften, beispielsweise als mit den Rechten. Und das halte ich für
brandgefährlich. Und ich finde diesen einseitigen Einschlag, den sollten wir sollten da wirklich nicht so ideologisch, nicht so, wie stehen die Wokies zu bestimmten Inhalten oder so, sondern einfach, wie verhalten sie sich gegenüber uns? Das ist nämlich viel besseres Kriterium. Und wenn die versuchen, massenhaft unsere Kanäle wegzusperren, die Rechten nicht, okay, die Rechten haben gerade auch nicht die Machtmittel, aber die Rechten versuchen es nicht, dann ist klar, wer eignet sich besser für einen freien Diskurs. Wobei man das nochmal präzisieren sollte, glaube ich, weil es einen Unterschied macht, ob du jetzt von Dekadent, Neitern oder den anderen Streamern redest, oder Schlomo oder Kasper, oder von den Leuten, die denen zuschauen. Ja, also wenn es wird nicht passieren, dass man einen Kasper oder einen Schlomo jetzt dazu bringt, ein Linker zu werden. Das wird auch nicht passieren, dass du einen Dekadent oder Neidern dazu bringst, irgendwie BSW zu wählen oder so. Also wenn du mit denen redest, geht es ja eigentlich eher darum, dass du vielleicht auch ein paar Zuschauer davon überzeugst, was jetzt irgendwie eine coolere Idee wäre. Oder sehe ich das falsch? Ja, definitiv. Also es geht davon, unentschiedene Dritte zu überzeugen. Okay, also da wäre ich voll bei dir so. Ne? Und deswegen sage ich ja, halte ich das für ein bisschen kontraproduktiv, wenn man halt sich sprachlich ein bisschen zu emotional ausdrückt und Beleidigungen halt hochfährt, ja. Was jetzt nicht, lass uns nicht wieder damit anfangen, alles gut. Und gleichzeitig dann halt sagt, das machen ja nur die Wokies und bei uns passiert ja sowas nicht. Weil dann sind wir nicht anders als die Wokies, weil dann holst du auch keinen mehr ab. Und ich glaube weiterhin, dass es einfacher ist, jemanden Drittes, ja, aus dem Neitern-Chat irgendwie abzuholen, als jemanden aus dem Kasper-Chat abzuholen. Bin ich fest von überzeugt. Also ist zumindest das, was ich jetzt anekdotisch irgendwie dir belegen kann, so. Anhand von Leuten, die dann auf mich zukommen und sagen, bam, weißt du. Wenn du mit Kasper geredet hast, dann hattest du halt einen Austausch. Wenn du mit Neitern geredet hast, dann bist du ein irgendwie gearteter, warte mal kurz. Dann bist du ein Rechtsradikaler. Also das sind ja die Vorwürfe, die aus der Bubble dann gekommen sind. Ja, yeah, was natürlich absoluter Schwachsinn ist. Ich bin ja auch nicht woke, nur weil ich mal mit Neitern rede oder so. Das ist ja völlig klar. Ja, aber verstehst du, es macht einen Unterschied, ob du mit jemandem redest, der dich zerstören will, oder ob du mit jemandem redest, der einfach eine andere Meinung hat und die dann austauschen will. Naja, das sehe ich bei Kasper und Schlomo aber ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht in der Ausprägung, ja, und nicht in diesem Framing und was nicht alles. Aber die sagen ja auch ganz offen, die gehen halt rein, um zu gewinnen. So, was ist dein bestes Argument? Nenn mir eins. Ja, aber inhaltlich gewinnen und nachweisen, dass der andere ein rechtsradikaler Reichsbürger ist, das sind ja schon zwei unterschiedliche Stufen, oder? Habe ich ja gesagt, das in einer unterschiedlichen Ausprägung. Habe ich ja gerade eben explizit gesagt. So. Genau das meine ich ja. Aber es geht halt schon in dieselbe Richtung. Deswegen überlegen wir halt, ob wir auch jetzt ein Gespräch mit denen führen. Das wäre bei dir dieselbe Überlegung, die du jetzt gerade geschildert hast mit Neitan, weil wozu? Also, ne, er will dich irgendwie zerstören. Schlomo und Kasper wollen keinen inhaltlichen Austausch mit uns, sondern wollen uns irgendwie lächerlich machen oder keine Ahnung. Was bringt das? Ne? Und dann kannst du natürlich sagen, ja klar, es geht halt um die Dritten, die dazuhören. Das wäre ein Argument, ja, wo man sagt, man redet halt mit Neitern, aber eigentlich redet man nur, damit die Leute beim Neitern im Chat einen zuhören. Und man lässt dann halt diese ganzen Anfeindungen über sich ergehen von mir aus, versucht da irgendwie sachlich reinzukommen, mit ein bisschen Good Faith, was auch immer. Und ich glaube, dann erreichst du für das BSW-Vorfeld oder für, keine Ahnung, linke Wirtschaftspolitik oder sonst was, erreichst du bei den Wokies mehr Leute als bei den Leuten, die regelmäßig Kasper und so weiter gucken. Das wäre mein Ansatz. So. Aber du kannst machen, was du willst. Es ist nur ein Meinungsaustausch. Alles gut. Wie gesagt, ich bin sowieso dafür, mit beiden zu reden. Aber du solltest dir nicht vormachen, dass es bei den Wokies mehr zu holen gäbe. Also anekdotische Evidenz sagt doch. Ist jetzt kein gutes Argument, aber also meine anekdotische Evidenz sagt es genau andersrum. Meine anekdotische Evidenz geht genau andersrum. Also wenn ich bei Dekadent-Thema war, da kommen erstmal 10 Leute in den Chat, die mich beleidigen. Wenn ich mit Schlomo rede, kommen ein paar 100 Leute in den Chat, die zwar größtenteils recht sind, die aber jetzt nicht mich andauernd beleidigen wollen oder abwerten oder sonst irgendwas. Ja, ich glaube, der Unterschied ist auch einfach, dass wenn du mit Neitern redest, wie du sagst, der will ich einfach nur als, was hat er gesagt, brauner Wurm oder so, weiß jetzt nicht, ob das Neitern war, aber der will ich ja sofort halt in die rechtsextreme Ecke stellen, wo ich denke, da gehörst du natürlich nicht hin, ja, auch wenn deine Sprache manchmal daran erinnert von mir aus, aber das ist ja nochmal was anderes.
Wie gesagt, das ist ganz... Schlomo und warte kurz, und Schlomo und Kasper machen es halt anders, die wollen natürlich mit dir reden, aber auch eher, um halt ihre Punkte reinzubekommen. Jetzt kannst du sagen, ja, das ist doch völlig richtig, ist halt sachlicher Diskurs, ja, hilft es auch, aber da stecken halt noch andere Sachen dahinter, was deren Einstellung, Ideologie und so weiter angeht. Weißt du, was ja, ich meine? Ich weiß, was du meinst, aber das war ja beispielsweise in unserer Debatte zum BSW-AfD nicht das Thema, welche Ideologie bei denen dahinter steckt, sondern welches Programm ganz hat die AfD. Da haben wir uns daran gehalten. Ganz und wenn ihr ein Gespräch über deren Ideologie führen wollt, dann könnt ihr sie ja für einen Brotfunk anfragen und dann vielleicht sagen sie zu. Das wird bestimmt richtig super werden. Ich glaube, das werden sie nicht tun. Weil das eben nicht deren Ziel ist, so in meinen Augen. So, ne? Wie gesagt, ein Leitern will nicht seine woke Ideologie in dich reindrücken, aber ich glaube schon, dass ein Schlomo und Kasper da ein bisschen anders gestrickt sind. Und das eher so auf, gucken wir mal, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Aha, das sehe ich auch so, das sehe ich auch so. Ja, die Woken sind auch scheiße. Und dann sich so, ich weiß nicht, so reinsneaken in die ganze Thematik, in den Diskurs an sich als solches. Weißt du, was ich meine? Und das halte ich halt selber für problematisch. Du kannst es anders sehen, ist völlig okay, da werden wir vielleicht auch nicht zusammenkommen. Ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch nicht meine Kritik gewesen. Ja, ja. Ja. Dann habt ihr noch was oder wollen wir den Talk jetzt schließen? Nö, ich würde noch Good Faith rausgehen und sagen, also ich halte dich nicht für einen Rechtsradikalen oder irgendwas und hatte das auch nicht vor, dich da irgendwie in eine Ecke zu drücken oder dir irgendeine Kontaktschuld aufzudrücken. Mir ging es wirklich nur darum herauszufinden, ob du das bemerkst, was ich bemerke, ob du diese Entwicklung auch so wahrnimmst oder ob es irgendwie Anlass zur Sorge gibt, dass der Agitator sich hier in gefährlichen Regionen bewegt und zu lange in den Abgrund geschaut hat, dass er in ihn hineinschaut. Ich hoffe, das ist klar geworden, ne, dass es nicht um Tone Policing geht oder sonst irgendwas. Ja, und ich versuche ja auch meistens politisch zu argumentieren und nicht moralisch. Da habe ich jetzt an der einen Stelle emotional und moralisch argumentiert. Das ist ja nicht die Art und Weise, wie ich normalerweise argumentiere. Meine Argumente gegen die Woken, die waren immer politisch und natürlich hüllt man das dann in so einen, und das gegen den Michael Bröcker, das war eher politisch gemeint. Also das mit, ja, der hat halt den Diskurs verlassen, sollten wir uns jetzt nicht vormachen, dass der irgendwie diskutieren wollte. Also das war ein politisches Argument. Das habe ich jetzt in sehr moralisches, emotionalisierendes Framing eingehüllt, also das passiert halt im Stream. Also man, wie gesagt, es kann nicht jeder so Videos machen wie Fabian Lehr. Das ist echt nicht in einem Livestream. Nee, erwartet ja auch keiner so. Ich sag's nochmal, es fiel halt nur auf, weil es irgendwie nicht zu dir gepasst hat, so. Und ja, dementsprechend, weil, nee, ich hätte es auch nicht gemacht, wenn ich jetzt irgendwie der Einzige gewesen wäre, der jetzt hier sitzt und ich das angucke und sage, also, was macht der da? Da muss ich dem jetzt was schreiben, sondern es sind ja auch Leute auf mich zugekommen, auf dich vielleicht auch, die da irgendwie Bedenken geäußert haben. Und dann dachte ich halt, wie gesagt, ey, dann hol den lieber hier in den Talk rein, bevor jetzt hier irgendeine Geschichte völlig nach hinten losgeht, so, weißt du? Ja, ja.